Ja, hallihallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei einer kleinen Map-Vorstellung. Und zwar, wenn ich sage klein, meine ich auch klein, denn es handelt sich um eine Map, eine neue, die nennt sich Little Village und ist von, Moment, da steht's, bei Modmans Team. So, von den Jungs noch nie was gehört, aber die Map, die gefällt mir, weil die nämlich echt schön klein ist. Hier haben wir mal eine kleine Übersicht. Ja, also schön klein. Wir haben hier einen kleinen Hof mit Schuppen für die Fahrzeuge, mit also Tiere sind alle drauf. Dann haben wir hier wahrscheinlich der Misthaufen wird da wahrscheinlich reinkommen. Dann haben wir hier die Kuhweide. Dann hier kleines Lager für Getreide, so wie es ausschaut. Dann schöne kleine Felder, nicht allzu groß. Man kann da sehr gut mit Classic drauf spielen. Und so eine Map suche ich eigentlich schon lange, wo nicht allzu groß ist, wo man auch mit den Classic-Fahrzeugen gut und schnell vorankommt. Und wenn man sieht, ja, der Hof ist schon recht alt. Hier steht der Drescher. Die würde ich natürlich alle verkaufen und dann so Classic-Pack holen. Dann haben wir hier Saatgut stehen. Dann haben wir hier Silo stehen für unser Getreide. Also die Kirche, das Haus, das Dorf besteht aus ein paar Häusern. Hier eine kleine Kirche, hier ein paar alte Häuser. Also schaut wirklich schön aus. KI-Verkehr ist auch an. Und dann haben wir natürlich auch Plattenbauten. Ja, darf natürlich vielleicht eventuell nicht fehlen. Ob das jetzt natürlich realistisch ist, weiß ich nicht. Aber nö, was heißt realistisch ist es? Ja, richtige Plattenbauten sind es ja nicht. Sind ja nur 3 Stock hoch. Aber das passt schon. Was haben wir dann hier? Hier haben wir dann auch irgendwie irgendwas. Oh, vielleicht nochmal einen Zusatzhof. Also ich habe die jetzt noch nicht angezockt. Und ich weiß jetzt nicht, ob alles funktioniert. Hier haben wir die BGA. Ich habe die Maps einfach gesehen und haben gedacht, boah, cool, eine kleine Map. Perfekt. Bei uns, der Leon, der schreibt immer nach einer kleinen Map. Der möchte unbedingt mal mit einer kleinen Map spielen im Multiplayer. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Multiplayer-fähig ist. Kann man testen. Hier BGA. Natürlich ist BGA. Oh, mit freien Silo. Also das heißt, das Zeug wird einfach nur hier hingeschmissen. Und dann ja mit dem Radlader hier rein ins Krokodil geschmissen. Natürlich schon cool. Also das ist BGA, das modernste überhaupt. Und dann haben wir die Verkaufsstelle. Hier hinten. Also die ist wirklich sehr klein, da gibt es nicht viel, da gibt es ein paar Felder. Ich weiß gar nicht, ob doch Forst ist drauf hier, Forst. Also man kann auch Forstarbeiten machen, man kann Bäume draufhauen. Und hier haben wir dann diesen Verkauf von Getreide. Voll schön. Zug gibt es glaube ich nicht, der so einen losschicken kann. Ja, hier schmeißt man das Zeug hin. Und auch ein alter Stadel. Ja, ich glaube, die ist nicht mal so schlecht für so zwischendurch mal kurz, wenn man, oder für einen Leute, die alleine zocken, mit Classic Pack zocken, weil die Felder, gut, wenn man jetzt schaut, das ist eigentlich das größte Feld da unten, da wo ich jetzt drauf zulaufe. Da stehen ein paar Bäume so einfach rum, vereinzelt, hier ist schon einer umgeschlagen. Also das ist das größte Feld, glaube ich. Schauen wir mal. Ja gut, die anderen da auf der anderen Seite drüben sind auch noch ein bisschen groß. Aber es geht dennoch. Also mir gefällt es irgendwo. Da haben wir Anfängerfeld. Ja, also ich denke schon, dass man da mit kleinen Maschinen ganz gut zurechtkommt. Kleine bis mittlere Maschinen. Also große braucht man hier auf alle Fälle nicht. Würde auf alle Fälle, glaube ich, schon ein bisschen Spaß machen, hier ab und an drauf zu spielen. Hier haben wir auch noch ein Silo. Kann man das Silage machen für die Kühe. Ein alter, verlassener, verfallener Schuppen. Da war schon jetzt mal ein Kuhstall. Dann haben wir hier steht Mais rum. Also kann man schon mal anfangen mit Silage dann. Wenn man natürlich einen Hexer hat. Und dann hier hinten
Gerste oder Weizen. Ich sehe das immer erst, wenn ich davor stehe. Das ist Weizen. Also kann man, glaube ich, ganz gut was anfangen damit. Jo, das war, wie gesagt, eine kleine Map-Vorstellung. Also mir gefällt sie auf alle Fälle, weil die wirklich schön klein ist und weil ich mir da vorstellen kann, mit Classic-Fahrzeugen ein bisschen was zu tun. Vielleicht was heißt Classic, ja, Fortschritt und lauter so Zeug. Da haben wir, was ist das? Das ist Raps. Ja, das ist Raps. Ja, also wie man sieht, sind schon am Anfang gut Felder da. Die können wir gleich ernten, das Zeug verkaufen und dann den Geldbestand hochbringen. Ja, auf alle Fälle sind wir hier am Schluss, weil mehr gibt es hier nicht zu sehen. Nein, gibt nicht mehr zu sehen. Also die ist einfach nur auf das Wesentliche ausgebaut. Es gibt auch nur die Standardfrüchte, Standardtiere. Ups. Und ja, das war's dann. Sieht auf alle Fälle cool aus. Klein, schön und fein. Nicht so weite Fahrwege. Und ja, auf alle Fälle vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.